Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht den aufgebauten Tisch und ihr ahnt wahrscheinlich, womit es zu tun haben könnte in diesem Video. Klar, ihr seht es natürlich auch in der Überschrift. Es geht um meine Halloween-Empfehlung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, damit für jeden etwas dabei ist bei meiner Gruselauslese pünktlich im Vorfeld zu dem anstehenden Halloweenfest 2020, möchte ich euch natürlich von Kinder- und Jugendbüchern bis rein zum reinsten Horror für Erwachsene eine Auslese vorstellen. Und ihr seht den Tisch vor mir. Ich werde jetzt auf jedes einzelne Buch eingehen, euch kurz etwas zum Inhalt sagen und auch wie mir das Buch speziell gefallen hat. Und dann wünsche ich euch natürlich schaurig viel Spaß bei diesem Video und vielleicht kennt einer von euch ja auch eines dieser Bücher. Dann würde mich natürlich brennend interessieren, wie ihr es gefunden habt. Oder vielleicht hat ja einer von euch vor, eines dieser Bücher nach meinem Video zu lesen. Auch das könnt ihr gerne in die Kommentarleiste hinterlassen. Ich freue mich auf euch und viel Spaß und bis gleich. Ja, beginnen wir mit dem Buch von Rosa Gill, Das Waisenhaus der Vampire. Das Buch als gebundene Ausgabe ist im Fischer Schatzinsel Verlag erschienen und kostet 13,95 Euro. In diesem Buch geht es um Bruno, der hier auf dem Cover abgebildet ist. Bruno lebt seit seiner Geburt in einem Waisenhaus und ist jetzt 10 Jahre alt. Das ist eigentlich das Alter, wo er überhaupt, wenn es noch funktionieren würde, auf eine intakte Familie, sprich auf eine Adoption, hoffen kann. Eines Tages kommt dann ein sehr seltsamer Mann und möchte Bruno adoptieren. Sein Name ist Negroponte Kran. Und Bruno vermutet, dass es sich hierbei um einen Vampir handeln könnte, weil dieser Herr verdächtig nach einem aussieht. Ja, seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich dann auch, als er von Negroponte Kran abgeholt wird, also adoptiert wird. Und er findet relativ schnell raus, dass es sich hierbei um einen machthungrigen, skrupellosen Vampir handelt, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Und er braucht Bruno dazu. Ja, das ist ein Jugendbuch, das ich hier für die schaurig kalte Jahreszeit empfehlen kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es liegt auch schon eine Weile zurück. Aber ich weiß, dass ich es relativ schnell durchgelesen habe und auch mit einem guten alternativen Ende, einem schönen Spannungsbogen, einem passablen Schreibstil, der sich gut und einfach lesen lässt. Im Allgemeinen würde ich das Buch ab 10 Jahren empfehlen. Als nächstes möchte ich ein Jugendbuch vorstellen, vielleicht ja, eine Mischung aus Kinderjugendbuch von DJ McCall, Die Bibliothek der Geister, Band 1, Der magische Schlüssel, erschien im CBJ-Verlag und erhältlich als gebundene Ausgabe für 13 Euro. Dieses Buch, wie ich schon eben sagte, ist der erste Band einer Reihe, von dem es jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 3 gibt. Ich habe tatsächlich nur den ersten Band gelesen. Das bedeutet nicht, dass ich es schlecht fand. Es kam einfach nur nicht dazu, dass ich mir den zweiten Band angeschafft habe. Das Ganze handelt von Markus, der den seltsame Dinge widerfahren. Beispielsweise in der Schule gehen alle Computer gleichzeitig an. Und mehrfach vor dem Fenster sieht er eine eigenartige Gestalt eines Mannes in einem Bademantel, der ihn auffordert, einen Schlüssel zu suchen. Und dann begegnet er auch einer unheimlichen Frau, die von ihm ebenfalls einen Schlüssel fordert. Als Markus dann eines Tages beim Frühstück sitzt und in die Zeitung blickt, erstarrt er. Denn dort ist ein Unfallbericht mit einem Todesopfer und das Bild, was dort abgebildet ist, ist der Mann in dem Bademantel. Ja, Markus möchte jetzt natürlich dem
dem Rätsel mit dem Schlüssel auf die Spur gehen, meine Güte. Und verstrickt sich dabei in ein wirklich unheimliches Abenteuer zusammen mit seinen Freunden. Dieses Buch ist wirklich sehr, sehr spannend geschrieben, wobei sich jetzt meine Zusammenfassung der Geschichte nicht allzu spektakulär anhören mag. Allerdings muss ich sagen, als ich es gelesen hatte, gab es tatsächlich Momente, wo ich es weglegen musste. Einfach, weil es wirklich, wirklich gruselig geschrieben war. Das muss ich wirklich zugeben. Das Buch hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Es war kein absoluter Knaller, muss ich dazu sagen. Aber dennoch möchte ich es gerne empfehlen für ein, zwei, drei Halloween-Tage. Da hat man das auch durch. Das sind jetzt nicht so viele Seiten. Und vielleicht findet ihr ja Gefallen daran. Oder vielleicht kennt ihr das Buch schon. Schreibt es, wie gesagt, mal in die Kommentarleiste. Ja, oh mein Gott, Shivertonhall, da zittert selbst der Tisch. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger kennen, kennen vielleicht auch das Einzelrezensionsvideo, das ich mal zu diesem Buch abgedreht habe. Und zu Recht kann ich sagen, dass es auf jeden Fall von den Kinder- und Jugendbüchern für mich das gruseligste Buch ist. Das Buch wurde geschrieben von Emerald Fennell und ist erschienen im Blue Moon Verlag für 12,99 € in der Hardcover-Version zu haben. Das Buch hat, soweit ich weiß, keine Illustrationen. Ich müsste jetzt wirklich lügen. Es ist auch schon wirklich eine Weile her, als ich es gelesen habe. Nein. Genau. Und in diesem Buch geht es um Arthur Bannister. Arthur Bannister ist ein Jugendlicher, der unaufgefordert ein Stipendium für eine Privatschule bekommt, für ein privates Internat, für das er sich niemals zuvor beworben hat. Dennoch kommt ihm dieses Stipendium sehr gelegen, weil er seine eigentliche Schule überhaupt nicht leiden kann und da eigentlich wirklich auch den Wunsch verspürt, so schnell wie möglich wegzukommen. Dann geht es auch schon los für Arthur die Reise nach Shivertonhall, das so heißt dieses Buch natürlich auch und dieses Internat. Und um Shivertonhall ranken sich düstere Geschichten und böse Legenden, die Arthur mehr und mehr kennenlernt und die dieses Gemäuer überschatten. Und schon bald passieren auch ganz, ganz seltsame Dinge. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Atmosphäre in diesem Buch. Arthur war dann auch in einem, da gab es halt so verschiedene Unterkunftshäuser. Da gab es auch Rivalitäten zwischen diesen Häusern. Und natürlich waren Mädchen und Jungs auch getrennt. Und Arthur lernt dann auch Freunde kennen, sowohl von seinem Unterkunftshaus als auch ein Mädchen, zu dem er sich auch hingezogen fühlt. Ja, und dann passieren wirklich schaurige Details. Ich kann euch ja mal unten in der Infobox mein Rezensionsvideo zu diesem Buch verlinken, was ich, ich glaube, 2016 gedreht habe. Es liegt tatsächlich schon 4 Jahre zurück. Und wem es interessiert, schaut es euch mal an. Und mir, also hierbei würde es mich wirklich brennend interessieren, wenn ihr dieses Buch kennt. Bitte schreibt es dann einmal in die Kommentarleiste und auf eure Meinung bin ich wirklich gespannt. Ich habe das Buch auch kürzlich nochmal bewertet bei Lovely Books und das hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Also absoluter Gruselfaktor garantiert und nicht nur für Kinder und Jugendliche, absolut nicht. Ja, Swansong, was soll ich sagen? Erschienen im Pfester Verlag, geschrieben von Robert McKennon. Das ist der erste Teil einer apokalyptischen Endzeit-Dilogie und trägt den Titel Nach dem Ende der Welt. Das Cover sieht schon echt düster aus und natürlich typisch für den Fester Verlag ein absolutes Horrorbuch. Das Buch kostet 13,95 € in der Taschenbuchausgabe und zählt ungefähr 565 Seiten. Dieses Buch habe ich damals in einer Lesegruppe gelesen. Das liegt jetzt auch schon 2 Jahre zurück. Ja,
Und das ist definitiv nichts für schwache Nerven. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon einmal ein Buch vom Fester Verlag gelesen. Und daher weiß auch jeder, dass diese Bücher immer blutig und brutal sind. Und das ist auch in Swansong der Fall. Hier geht es hauptsächlich um ein kleines Mädchen namens Swan, die miterlebt, wie die Welt untergeht. Dabei kam es zuvor zu einem Atomkrieg zwischen Russland und den USA, die eigentlich komplett die Welt mit ihren Atombomben zerstört haben, die Zivilisation größtenteils ausgelöscht haben. Und einige wenige privilegierte Menschen haben Schutz in bestimmten Bunkeranlagen gefunden und konnten somit zumindest erstmal überleben. Es gibt in diesem Buch auch andere Überlebende. Allerdings durch diese Verseuchung, ihr könnt es euch schon denken, mutieren hier die Menschen und Tiere zu Monstern und Zombies und haben es natürlich aufeinander abgesehen. Hier kommt es natürlich auch zu Infektionen, wenn man in Kontakt mit solchen Wesen kommt. Und allenfalls droht einem eben der Tod oder eben auch das Dasein eines Zombies. Dieses Buch fand ich, wie gesagt, sehr, sehr schockierend und das nicht nur aufgrund der Brutalität und des vielen Blutvergießens. Es war natürlich auch sehr gruselig und spannend und auch hier hatte ich diese Momente, ihr kennt sie sicherlich auch, so nach dem Motto, alleine, warum geht die jetzt alleine in einen dunklen Keller? Sowas macht kein normaler Mensch. Jeder würde sich eine Lampe holen oder zumindest Hilfe und würde nicht alleine darunter gehen, wenn man etwas Unheimliches da unten befürchten muss. Solche Momente hatte ich in dieser Geschichte öfters. Und was ich allerdings etwas verstörend fand, war teilweise auch sexuelle Szenen, die ich wirklich sehr verstörend fand. Allerdings ist das auch nichts Ungewöhnliches für den Fester Verlag. Und auf jeden Fall, wer auf Splatter, Horror und Apokalypse steht, ist bei diesem Buch gut beraten zuzugreifen. Vielleicht kennt es auch jemand von euch. Ich frage bei jedem Buch jetzt schon danach. Dann schreibt es ruhig mal in die Kommentarliste. Ja, im nächsten Buch geht es um Laura Newmans Another Day in Paradise. Auch ein Buch, das ich in einer Lesegruppe gelesen hatte. Ich glaube, damals mit Susan vom damals noch Kanal Waldschrat liest und auch mit Calvin vom, den Kanal, den weiß ich schon gar nicht mehr. Der ist ja auch lange nicht mehr bei BookTube, aber es war eine lustige Lesegruppe, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Laura Newman kennen ja viele von euch, eine relativ bekannte Self-Publisherin, die selbst zwei YouTube-Kanäle pflegt, einmal ihren Autorenkanal Laura Newman und einmal ihren Vlog-Kanal, hätte ich jetzt fast gesagt, Looney Life. Und dieses Buch habe ich 2016 gelesen. Es ist der Anfang einer Dilogie, sprich ein Zweiteiler. Und hier geht es um, jetzt muss ich mal gucken, wie sie hieß, um Naya. Und Naya ist Teil einer Jugendgruppe, die ebenfalls eine Apokalypse überlebt hat und die sich ihren Weg durch ein zombieverseuchtes Land zu einer Militärstation erkämpfen muss. Und jedes Mal, wenn sie sich zur Ruhe legen, haben sie sich zur Pflicht gemacht, wenn sie aufwachen, das Erste, was sie sagen müssen, ist Another Day in Paradise, ein neuer Tag im Paradies. Das ist sozusagen ein Codewort dafür, dass man nicht infiziert ist und sprich kein Zombie wird. Wenn man das nicht sagt, wird man halt erschossen und deswegen achtet jeder darauf, dass man diesen Satz von sich gibt. Ja, dieses Buch hat mir, wie gesagt, in der Lesegruppe sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch wirklich gut gefallen. Ich fand den Schreibstil auch sehr toll. Das Ganze steht beschrieben aus der Ego-Perspektive von Naya. Das Buch ist bei BOD erschienen und kostet 11,99 € im Taschenbuchformat.
Das Cover hat Laura Newman selbst gestaltet, genauso wie den Buchblock und die ganze Aufmachung. Und das ist wirklich toll geworden. Was ich auch richtig toll finde, sind hier die Seitenzahlen, wie man sie hier sieht, die immer mit so Blutflecken gekennzeichnet sind. Und auch die Kapitelüberschriften. Das Cover sieht auch wirklich gelungen aus, muss ich sagen. Man sieht hier diesen Zombie, wie er auf die Stadt zutorkelt. Und ja, genau, das Ganze spielt in den USA, in Texas. Und soweit ich weiß, hat Laura Newman dafür auch extra recherchiert und sich ein bisschen an die demografischen Gegebenheiten und an die Infrastruktur des Landes gehalten. Und das hatte durchaus einen Wiedererkennungswert, zumindest für welche, die dort waren. Ich konnte da nicht mitreden, aber auf jeden Fall habe ich es gehört. Ja, eine absolute Leseempfehlung, auch dieses Buch für Halloween. Ja, wer Lust hat auf Vampire, für den habe ich jetzt vielleicht einen tollen Tipp von Bernard Craw, Sangius B., Vampire erobern Köln. Bernard Craw hat auch ebenfalls einen YouTube-Kanal und nennt sich auch Robert Corvus. So heißt auch der Kanal, wo es natürlich um Literatur geht, auch um Schreiben, um High Fantasy, um etwas Fiktion. Hier gibt es auch Autoreninterviews oder auch mit anderen Persönlichkeiten aus der Literaturbranche. Wirklich, wirklich empfehlenswert, der Kanal. Und das ist auch ein tolles Buch zum Thema Vampire, das durchaus auch etwas Brutalität aufweist. Natürlich geht es hier um die Verbreitung des Vampirismus, diesmal in einer deutschen Stadt in Köln. Und auch dieses Buch macht wirklich Spaß für welche, die gerne einfach mal ein richtig tolles, modernes Vampirbuch lesen wollen. Und ja, würde mich auch mal interessieren, ob ihr vielleicht den Autor kennt oder eines seiner Bücher oder vielleicht auch gerade dieses Buch. Ja, jeder von uns kennt natürlich das berühmte Buch von Bram Stoker, Dracula, bei dem Professor von Helsing den düsteren Grafen in Transsilvanien zur Strecke bringt. Und dieses Buch hier ist die offizielle Fortsetzung des Klassikers mit Namen Dracula, die Wiederkehr von Dacre Stoker, erschienen im Lux Verlag und kostet, Gott, jetzt weiß ich es gerade nicht, Preisschild ist ab, tut mir leid. Ich habe das Ganze mal als Mängelexemplar bekommen für 2,99 €. Und vielleicht kann man es ja einfach googeln, wenn man interessiert ist. Ja, worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es darum, dass 25 Jahre genau nachdem von Helsing den Graf Dracula vernichtet hat, seltsame, sehr auffällige Morde in London passieren. Und dabei scheint es ausgerechnet diejenigen zu erwischen, die unmittelbar an der Vernichtung des Grafen Draculas mitbeteiligt waren. So verdüstern sich natürlich auch die Hinweise darauf, dass Graf Dracula doch noch unter den Lebenden weilen könnte. Man muss zugeben, es sollte unter den lebenden Toten heißen, aber egal. Auf jeden Fall auch ein Klassiker, der sehr gut geschrieben ist, der etwas dicker ist, aber absolut atmosphärisch. Und dieses Buch kann ich definitiv auch empfehlen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir durch die düsteren Gruselgeschichten hier auf meinem Tisch zu folgen. Und vielleicht ist ja auch das eine oder andere Buch für euch dabei gewesen. Würde mich halt, wie gesagt, mal interessieren. Und jetzt kommt noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr ein wirklich gruseliges, schauriges Buch habt, das ihr mir empfehlen könnt, völlig gleich für welche Altersgruppe, welches Genre, was auch immer, dann schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentarliste. Ich habe nämlich wirklich Lust, nochmal was Gruseliges zu lesen.
Ja, dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Restwoche. Ich freue mich auf das nächste Video. Bleibt dran und ganz, ganz viel Spaß weiterhin. Macht's gut. Ciao, euer Ben.